Es ist wirklich so, dass Allergien deutlich häufiger sind als noch vor 2-3 Jahrzehnten. Inzwischen ist etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung davon betroffen. Die Gründe sind einerseits die Vererbung, dann andere Lebensgewohnheiten. Wir haben einen sehr sauberen Lebensstil, aber auch Luftschadstoffe und Klimaänderungen spielen hier eine Rolle. Bei leichten Beschwerden von Allergien reicht es, wenn Sie sich beim Apotheker beraten lassen, sonst beim Hausarzt. Bei starken Symptomen lohnt sich eine eingehende Allergieabklärung. Die besteht aus einer sehr detaillierten Befragung. Man fragt, wann treten die Symptome auf, welche Jahreszeit, welche Tageszeit. Zusätzlich werden dann Hauttests durchgeführt oder Blutuntersuchungen gemacht. Und schließlich, wenn dann noch Unsicherheiten bestehen, kann man sogenannte Provokationstests durchführen, wo zum Beispiel ein allergieauslösender Stoff wie Pollen auf einen Wattebausch aufgebracht wird und in der Nase eingelegt wird. Dann treten ganz sicher Beschwerden auf, wenn der entsprechende Patient darauf allergisch ist. Also wenn man von Allergietests spricht, gibt es verschiedene Tests. Und bevor man testet, der erste Test ist eigentlich die Detektivarbeit des Arztes. Er muss zuerst herausfinden, auf was man reagieren könnte, weil man über 600 verschiedene Sachen testen könnte, gegen die man allergisch ist. Das lohnt sich nicht. Also zuerst Detektivarbeit, versuchen, was es ist. Ist es Nahrung? Ist es eingeatmet? Und so weiter. Und erst dann kommen die Tests. Einfache Hauttests bei klassischen Allergien, bei den häufigen Allergien, können gut von den Hausärzten durchgeführt werden. Es gibt viele Praxen, die diese Pricktests auch machen. Ebenso werden die Blutentnahmen, wenn es dann einen Bluttest braucht, von den Hausarztpraxen durchgeführt. Wenn die Situation schwieriger ist, dann wird der Hausarzt den Patienten an einen Spezialisten, einen Allergologen überweisen, der eventuell dann noch mehr Detektivarbeit macht oder noch spezifischere Tests verordnet oder durchführt. Es gibt prinzipiell zwei Arten von Tests. Einerseits gibt es Tests, die auf der Haut gemacht werden, wo man die Hautreaktion auf den verdächtigen Stoff direkt anschaut. Andererseits gibt es Tests, die aus dem Blut gemacht werden, wo man diese Antikörper direkt nachweist. Also meistens wird bei typischer Allergie dieser Haut dieser Pricktest gemacht. Sobald es seltenere Allergien sind oder die Situation unklar ist, wird man dann auch die Bluttests zusätzlich machen. Wenn der Hauttest reagiert und der Patient auch entsprechend Symptome auf diesen verdächtigen Stoff hat, kann man davon ausgehen, dass das eine echte Allergie ist. Wenn eine Allergie nachgewiesen ist, kommt es auf das Allergen an. Zum Beispiel bei etwas, das man essen könnte, gegen das man allergisch ist, kann man das einfach auslassen. Bei Hausstauballergie kann man zum Beispiel versuchen, eine Staubsanierung zu machen, indem man alle Staubquellen im Haus entfernt, wie Wollteppiche, Wollvorhänge, eher Kunstfaser als Naturfaser etc. Bei Allergien haben wir verschiedene Ansätze. Bei leichten Beschwerden reicht es, symptombehandelnde Medikamente, Augentropfen usw. zu verwenden und den allergieauslösenden Stoff zu reduzieren. Bei starken Beschwerden oder gar Pollenasthma ist es sicher sinnvoll, eine gute Abklärung zu machen und dann eine Desensibilisierung zu überlegen, bei der wir die Ursache angehen können. Wichtig ist, dass man auch schon bei Kindern zum Beispiel diese Desensibilisierung durchführen kann, etwa ab Schulalter. Dort hat sie zusätzlich den Vorteil, dass wir später mögliche Allergien sogar vermeiden können, also auch vorbeugend wirken. Als Allergiker kann man Allergien vor allem dadurch beeinflussen, dass man den Stoff, der diese auslöst, gut kennt und dann möglichst vermeidet. Ansonsten sollten diese Patienten ein möglichst normales Leben führen. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass irgendwelche speziellen Diäten oder Maßnahmen, um irgendwie das Immunsystem besonders zu beeinflussen, leider herzlich wenig bringen, um die Allergie nachhaltig zu bessern.